Hallo zurück auf unserem beschaulichen kleinen Hof. So, wir haben letztes Mal schon einiges hier erledigt. Und ja, es gibt eine wichtige Änderung, die ich hier gemacht habe. Wir können gerade mal in die Einstellungen gucken. Das ist nämlich hier der Pflanzenwachstum, den habe ich auf langsam gestellt. In der Hoffnung, dass ich in der Zeit dann mehr Dinge erledigen kann. Wir müssen auf jeden Fall mal, glaube ich, bei unseren Schafen vorbeigucken. Weil die wollen sehr schön sauber haben. Ups. Irgendwie funktioniert das ja nicht so ganz mit dem Saubermachen. Ah, jetzt aber. Jetzt haben wir es. Okay, das haben wir auch. Dann gibt es hier noch einen kleinen Flecken. Der ist auch weg. Gut. Nahrung haben die ja noch genug. Da war ja genug drin von Anfang an. Wir haben einen Kredit von 75.000. Okay. Müssen wir irgendwann natürlich mal abbezahlen. Oh, der Soja ist ziemlich weit oben. Soja ist auf knapp 4.000. Dann wird das mal unsere Aufgabe hier jetzt. Die erste am heutigen Tag. Also nee, die zweite. Jetzt habe ich Blödsinn gemacht. .000 für eine Tonne Soja ist natürlich ordentlich. Die lassen wir uns natürlich nicht durch die Finger gehen. Durch die Lappen, sagt man ja eigentlich. So, Soja. Muss gerade mal schauen, wo wir da hin müssen. Bahnhof. Okay. Den werden wir schon finden. Irgendwie Blödsinn gemacht. So, jetzt können wir zumachen. Das Soja scheint schwerer zu sein. So. Aber um die Ecke. Geht's mal los hier. Hier auf der linken Seite unser Feld, was wir letztes Mal noch gepflügt haben. Ey, Katastrophenfeld. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut mal eine Folge vorher. Hallo, was machst denn du? In Kreisverkehr blinkt man nicht rein. Wir sollten vielleicht mal schauen, wo der Bahnhof wirklich sitzt. Nicht, dass wir hier falsch fahren. Ja doch, passt. Allweit vorwärts, allweit vorwärts. Ajo. Ja. Immer noch eine schöne Map. Da oben fliegt ein Heißluftballon. Gerade aus dem Bild raus.
40.000, 4 mal 4 sind 160.000, kriegen wir dafür. Könnten auch alles dahin bringen, aus einem Bahnhof. Boah. Ja, ich bin zu weit gefahren, aber das ist wenigstens habe ich nicht die rote Ampel überfahren. War knapp. Konnte gerade noch so bremsen. So. Gut, ich hoffe, euch haben die ersten Folgen gefallen von diesem Let's Play. Oh, jetzt habe ich es doch geschafft, eine rote Ampel zu überfahren. So, hier sind schon mal... Was steht denn da auf dem Schild? Schafe. Gibt es auch ein Schild Bahnhof? Ich fahre mal hier links. Ist das der Bahnhof? Ja. Aber der hat wohl noch nicht offen. Er macht erst um 6 auf, oder wie? Wir sind 10 Minuten zu früh. Okay, hier können wir reinfahren. Können wir da... Ah, okay, und hier kommt man wieder raus. Naja, wir sind auf jeden Fall schon mal da. Ist ja auch nicht ganz so ungeschickt. Lieber zu früh wie zu spät. Ganz schön dreckig unser Trägerchen hier. Müssen wir noch 12 Minuten warten. Dann zahlen wir mal die Schulden zurück. So. Sind wir nämlich gerade. Haben wir keine Schulden mehr. Anfangen unser anderes Feld zu begrasen. Haben wir ja entschieden. Dass hier lediglich Gras drauf kommt. Wobei eigentlich nicht. Ja, wir klatschen hier auch. Klatschen hier Raps drauf. Was soll's denn? Ja. Haben doch sowieso nichts zu tun. Außer unsere Felder zu bewirtschaften. Gut. Hauen wir hier Raps drauf und dann schauen wir mal. Kann ja nur gut werden. Also, ich mache hier kurz das Feld und dann sehen wir uns gleich wieder. So, säen auf diesem Feld ist viel angenehmer wie pflügen. Aber ich glaube, das ist fast auf jedem Feld so. Säen ist easy going. Und pflügen ist, naja. Gibt es nur noch zwei kleine Stellen. Oh. Wo ich, glaube ich, nochmal drüber muss. Also einmal hier. Und hier am Rand. So, gut. Und dann sind wir auch schon fertig hier. Raps gesät.
Dann können wir... Kann man die Zähmaschine wieder aufladen? Bereit machen fürs nächste Mal. Reicht wohl nicht. Ein bisschen Chaps rangefahren. Das ist sehr gut. Dann brauchen wir noch Saatgut. Oh, aber nicht so. Oh, da muss man so genau hinfahren. Ist ja krass. Okay, gut, alles voll. Hat schon mal easy geklappt. Jetzt hätte ich gern noch hier irgendwo einen Waschplatz. Nee, ich glaube nicht. Schade eigentlich. Weil so dreckig wie das ganze Zeug hier ist, hätte ich das mal gern abgespritzt mit dem Hochdruckstrahler. Naja, stellen wir es erstmal dreckig in die Scheune. Gut, und dann... Jawohl. Kümmern wir uns wieder um unsere Frucht hier. Hoffentlich ist der Preis noch oben. Ja, der ist noch da. Hä? Warum lädt da keiner ab? Die Technik. Ich bin eigentlich auf dem ersten Anhänger, aber irgendwie lädt er den zweiten ab. Naja, ist ja egal, solange alles runterkommt. Und das haben wir geschafft. Dann holen wir jetzt noch das restliche Soja. Und dann ist alles paletti. Dann können wir ordentlich einen Gewinn einfahren. Hoffentlich fährt er draußen ein bisschen schneller. Also außerhalb der Ortschaft meine ich natürlich. Ja, vorausschauend fahren ist natürlich besser, Herr Kollege im Auto. Was soll ich denn eine Vollbremsung hinlegen an der Ampel, wenn ich da auch einfach hinrollen kann? Ah, hier sind unsere Gewächshäuser. So, jetzt, oi, jetzt hast du aber gerade noch so die Kurve gekriegt, Junge. Hat genau gepasst. Die Kreisverkehre, die sind übelst. Es
sind einfach ein bisschen zu eng gebaut. Also die hätten sie ruhig ein bisschen breiter machen können. So, ab auf unseren Hof. Jawohl, Soja brauchen wir. Hauen wir gleich alles raus, was wir da haben an Soja. Brauchen wir hier nicht lange rummachen. Gut, fertig. Boah, ist schon recht dreckig unser Auto hier. Aber ja, Auto können wir irgendwann wieder putzen. Heute erstmal nicht. Ja, fahr doch zu. Dann schiebe ich ein bisschen an. Meine Herren. Ja, jetzt kann er plötzlich Gas geben. Und ich mit meinen 30 Tonnen Raps, Soja hier, komme nicht vom Fleck. Aber ich hoffe mal, wir kriegen die jetzt noch flott zum Bahnhof. Wenn die Autos uns nicht zu sehr aufhalten. Ja, okay. Ich bremse für Fußgänger. Auto fährt halt voll durch. Der ist auch ein bisschen schlecht gemacht, muss ich echt sagen. Ja, schon zwei Fehler, die mir aufgefallen sind. Oder zwei Unannehmlichkeiten, ja. Fehler sind ja nicht. Dass hier die Fußgänger einfach über die Ampel laufen. Obwohl es hier eine Grünphase gibt für die Fußgänger auch. Jetzt müssen wir uns aber sputen. Gas geben heißt jetzt. Gas geben. Oh, und hier ist schon wieder rot. Naja, immerhin so. Oh, der steht jetzt genau im Weg. Ah, hier war sogar wirklich die Einfahrt. Ich habe mir nämlich vorhin überlegt, ob ich nicht auf der anderen Seite reinfahre. So, gut, wir haben es geschafft. Unser Soja ist angekommen. Kurz abladen. Und die Bahn losschicken.